Ja, hallo meine Freunde, ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem, etwas anderen Video auf meinem Kanal. Und zwar bin ich ein bisschen spontan drauf gekommen. Ihr wisst ja noch, dass ich den Rechner von MIFCOM gekauft habe und dadurch natürlich meinen alten Rechner nicht mehr brauche. Nein, diesmal ist es keine Verlosung. Diesmal habe ich mir gedacht, bevor das Ding doof in der Ecke rumsteht, was es jetzt echt schon eine ganze Weile tut, wenn ich mir hier so ein Teil angucke und er echt dreckig geworden ist, habe ich erst überlegt, mache ich ihn sauer und bastel mir den wieder, dass er schick aussieht. Oder, ja, nehme ich ihn auseinander und gönne ihm mal einen neuen Case, weil ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich meine, ich habe den Rechner selber zusammengebaut mit relativ wenig Fachwissen. Ich habe dann einfach mich belesen. Auf YouTube habe ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so großartig geguckt, ob es da Tutorials gibt. Ich habe mich da mehr belesen, wie man das macht, worauf man achten musste, dass man sich halt erdet und hast du nicht gesehen mit Heizungskörper, ne, und so weiter, unlackierte Stelle, ihr kennt das. Und dann habe ich den halt mir zusammengestellt, beziehungsweise mit einem Kumpel zusammengestellt und ich habe ihn dann zusammengebaut. Er hat mir im Endeffekt bei der Hardware-Teile-Auswahl geholfen. Und ja, dann habe ich versucht, das da alles irgendwie reinzuprügeln und ja, dementsprechend sieht das auch ganz schön scheiße aus, liebe Freunde. Und da ich halt überlegt habe, wenn ich vielleicht irgendwann mal einen Streaming-PC brauche, ist die Hardware da drin gar nicht schlecht. Ich meine, ich habe da ein gutes Asus-Board drin, auch ein Maximus Hero wieder. Ich weiß jetzt leider nicht genau welches, das 7, 6, keine Ahnung, 4, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist ein i5 drauf. Ein i5, jetzt kommt es wieder, 4770, 4970, ich habe keine Ahnung, dafür steht der PC jetzt für meine Verhältnisse wieder zu lange rum, dass ich das noch weiß, auf jeden Fall auch 16 GB Arbeitsspeicher und hast du nicht gesehen, also eigentlich denke ich, dass der als Streaming-PC reichen könnte. Ich habe da jetzt, weil ich meinem Bruder selbst die alte Grafikkarte, da hatte ich eine GTX 760 Phantom drin von Gainward. Die habe ich jetzt wieder ausgetauscht, beziehungsweise habe ich ihm die geschenkt, weil er halt aktiv zockt und das natürlich besser gebrauchen kann als ich. Habe ich mir einfach dann meine ganz alte Karte wieder eingebaut, die GTX 560. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, liebe Freunde, aber ich dachte mir, ich baue den auf jeden Fall nochmal schick zusammen. Und heute ist erstmal das Zerlegen dran. Und da wollte ich euch da mal ein bisschen zugucken lassen, ne? Ja, dreckig ist das Scheißteil. Ich glaube, ich muss mal mit der Kamera ein bisschen rüberschwenken, damit ihr den ganzen furchtbaren Kram dann auch wirklich sehen könnt. Wie gesagt, dann baue ich mit dem mal um. Gucken wir mal. So, jetzt muss das Kabel reichen. Das Kabel reicht normalerweise auch. So, hier haben wir jetzt einmal schon die ersten richtig schönen dreckigen Stellen bei dem ganzen Kackteil. Also hier die ersten richtig schönen dreckigen Stellen. Da oben können wir ja noch mal ein bisschen rangucken. Yeah, ihr seht schon, das Desaster Mr. Blaster geht gar nicht. Hier nehme ich den noch mal. Da oben hat der Lüfter nicht reingepasst. Ich kam an eine gewisse Schraube nicht ran. Was macht natürlich der Profiheld Nummer 1 genau? Er geht mal eben schnell mit dem Schneider ran und haut sich hier schön das Alugehäuse oben kaputt und schneidet einfach mal das so. Sie müssen sich das vorstellen, pass auf, ich habe da so wie so ein L reingeschnitten, damit ich das so ein bisschen aufklappen kann, um am Ende an diese Schraube ranzukommen. Ne? Gut, dann die Front. Ne, das ist ja hier ein Thermaltake-Gehäuse, halt mit Aufklebers drauf. Also das ist wirklich der Schrott schlechthin. Und ich habe mir im Endeffekt natürlich auch schon ein neues bestellt, ein schönes. Das wollen wir natürlich dem ganzen PC dann auch gönnen. So, ich merke gerade selbst, das bringt gerade nicht so viel, wenn ich das hier so... Wir müssen uns das Ding jetzt einfach mal von drinnen anschauen, nicht wahr? Mit dem Dings halten hier läuft das nicht. Ich habe da mal was vorbereitet, wenn das auch klappen tun sollte hier. So, einmal festzählen. Dann noch den Winkel. So. Na komm. Juhu. Nein. So nicht. So. So läuft das schon eher. Gut, dann machen wir uns mal an die Arbeit. Ich muss das Mikro hier noch ein bisschen verstellen. So, jetzt. So, dann gucken wir mal und sehen wir mal zu, dass wir das hier hinkriegen. Erstmal hier aufschrauben, schön an den Seiten. Uah, das ist so schlimm, ich sag's euch. Wie gesagt, ein Laie hat es zusammengebaut, damit meine ich mich. Wenn ihr jetzt da drin irgendwas sehen solltet, was ihr seht es jetzt schon, ihr dürft gar nicht hingucken. Schlimm, was ich da einfach zusammengeprügelt habe. Ich nehme das jetzt mal ab, ein bisschen auf Spannung hier.
Oh Gott. Das Gehäuse sträubt sich. Es will nicht wieder leben. Oh, alter Schwede. Gut. Auf das Teil. Oh, ja, sieht das bescheuert aus. Okay, ich habe hier... Ups. Alter, Leute, guckt euch dieses Scheißteil an. Guckt euch das ab. Das ist mir jetzt ja... Es könnte mir peinlich sein. Tut's aber nicht. Ich muss dazu sagen, was das anging, was dem PC anging, war ich dann wirklich irgendwann eine Sau, weil er mich echt nicht mehr zufriedengestellt hat. Und kennt ihr das? Das Teil wollt ihr eigentlich nur noch in die Ecke feuern. Und brauchen tut das aber noch. Genauso war es dann im Endeffekt jetzt auch. Und dann habe ich den richtig verkommen lassen. Normalerweise bin ich so ein Typ gewesen, weißt du. Wenigstens einmal im Monat komplett aussaugen die Kiste, damit das mit dem Staub auch ordentlich hinhaut und nicht zu kräftig wird. Und hast du nicht gesehen. Aber irgendwann habe ich gesagt, oh ne, scheiß drauf, den Rechner brauchst du eh nicht mehr. Um die Hardware habe ich mir gar keinen Kopf gemacht. Richtig beschissen. Da könnte ich mich selbst an den Kopf packen. Aber zum Glück funktioniert ja noch alles. Aber zum Glück funktioniert auch noch alles. Jetzt muss ich das Ding hier erstmal lose machen. Die Kühleinheit muss ich erstmal vom Strom klemmen, damit ich hier die Seite abnehmen kann. So. Okay. Ups. Das Ding einmal beiseite gepackt. So. Dann haben wir jetzt hier natürlich einen Scheißkram. Jetzt muss alles raus hier. Ups. Gut. Ein paar Sachen sind ganz einfach zu machen, ein paar Sachen nicht so einfach. Da werde ich mich mal ranhauen, ne? Ihr seht ja selbst die Verunreinigung hier in dem Teil. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran mit dem PC. Ihr seht das selber hier. Seht ihr den Schmand? Alter, ekelhaft. So, jetzt wollen wir aber mal die Hardware-Teile erlösen und das Ding erstmal auseinandernehmen. Ja, Schraube runterfallen muss natürlich auch sein. Genauso wünscht man sich das. Da ist sie. Ja, meine Freunde. Da haben wir die EVGA GTX GeForce 5000. Die EVGA GeForce GTX 560. Ja, nicht mehr das neueste Modell. Ich kann euch auch gar keine spezifischen Daten dazu sagen, es sei denn, hinten steht was auf dem Aufkleber drauf. 1 GB Grafikspeicher. Ja, ist halt schon ein echt altes Stück. Scheibenkleister, das ist das Ding dreckig. Auf den Kühlrippen, ja. Guck mal, seht ihr das auf den Kühlrippen? Warte. Da, die... Hier, da unten. Das ist mistig. Jeder, der das von sich zu Hause... Oh, es gibt einige von euch, die 100 pro ihren PC teilweise, weil... Keine Ahnung, weil sie einfach nicht zufrieden damit sind, den so verstauben lassen. Glaubt mir, es hat wirklich kein PC verdient, so auszusehen. Scheiße, das tut mir echt leid. Wenn der PC Gefühle hätte, dann würde er mir jetzt eine reinhauen. Aber richtig... Gut, den Rest muss ich dann wieder lösen. Und raus ist er. Das dürfte schon das Schwierigste. Alter, das ist kacke scharf, der Scheiß. Ich hab mich verletzt, glaub ich. Ruf den Notarzt. Das können sie aushalten hier. Und damit haben wir auch das nächste Teil erlöst. Und zwar das Be Quiet Dark Power Pro 650 Watt. Das sieht vergleichsweise gut aus, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn ihr hier guckt.
da ist kein Staub. Na, da läuft das. Und meine Damen und Herren, was haben wir hier unten drin? Ach, ihr seht das sogar. Da ist ein Staubfilter. Das haben die bei den anderen Dingern nicht hingekriegt. Aber hier ist ein Staubfilter drauf. Das ist... Nein, da ist mir nichts runtergefallen. Das ist sehr gut gelöst. Ja. Dieser Kühler hier, was der da soll, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Ja, ich weiß, ich habe mir das Ding selber... Ich dachte, ein bisschen Luft, das kann ganz gut. Scheiße. Ich hatte echt keine Ahnung, als ich das Ding zusammengebaut habe. Aber alle Videos bis Mitte 2000... Nee, Quatsch, bis Anfang... Bis 2016 jetzt. Bis Februar 2016 habe ich mit diesem Kackteil gemacht. Ich habe gedreht, ich habe gerendert, ich habe gespielt, gezockt auf guten Details. Alles mit diesem PC. Also die Hardware ist doch schon... Ja, sie kann wohl mehr ab, als man ihr das zutrauen mag. Trotzdem sage ich, bei der Preisspanne, gerade mit dem Rechner von MIFCOM zum Beispiel, solltet ihr euch definitiv, ja, etwas, wie soll man das sagen, pfleglicher beschäftigen. Eine 1 Terabyte Western Digital Blue habe ich da drin. Auch sehr einfach gemacht über diese tollen Steckslots und kann jetzt direkt die Festplatte entfernen. Auch ganz cool. Oh Gott. Da, bisschen staubig das Ding. Aber ist ja alles staubig wie Sau. An jeden Pro da draußen, ja? Jeder kann es besser, das glaube ich locker. Ne, ich will hier auch gar nicht zeigen, wie man es am besten macht. Deswegen gebe ich auch gar keine Einweisung zu, was man machen soll und was man nicht machen soll. Ich zerlege einfach bloß meinen Rechner. Ob das so richtig ist, wie ich das mache und wie ich den am Ende auch zusammenbaue. Dass da gewisse Fehler vielleicht passieren. Oder wie man hier sieht, auch bei meinem ersten Zusammenbau passiert sind. Das interessiert mich in Scheißdreck, ob das passiert ist. Das weiß ich ja nun mittlerweile. Also könnt ihr mich, was das da geht, mal. Ich will euch bloß teilhaben lassen, dass selbst so ein Kacknoob das hinkriegt, das Ding ordentlich zusammenzubauen. Ordentlich, ich hab schon wieder ordentlich gesagt. Da ist nichts ordentlich dran. Aber im Endeffekt lief er jahrelang. Ja, obwohl ich ihn einfach selber zusammengebaut habe als Kacknoob. Ja, bloß ein bisschen logisches Denken, wo kommt welche Schraube, wo kommt welcher Stecker hin, ab und zu mal ein Bügelchen ranziehen, um zu gucken, wo muss was hin, und dann klappt das auch. So Leute, hier haben wir auf jeden Fall das, ja, ihr seht es jetzt selber nochmal, ne, das ist das Maximus Hero 6, was ich noch da drin habe und allein von der anderen Seite, sich das mal kurz anzugucken,
Ja, das ist der CPU-Kühler. Und so sieht der ganze Scheiß da aus. Alter Schwede, Leute. Ich sag's euch. Schande über mein Haupt, dass ich das Ding so hab verdrecken lassen. Das wird auf jeden Fall nicht wieder passieren. Das Ding packen wir erstmal wieder weg. Jetzt haben wir hier auf unserer anderen Seite das super tolle Kabelmanagement, was ich nicht gemacht habe, das war schon so. Ja, ansonsten hätte mein Rechner bestimmt auch nicht so scheiße ausgesehen. So, um das einmal zu zeigen, das Einzige, was jetzt vielleicht ein bisschen ja, traurig ist, hier war im Endeffekt eine Lüftersteuerung mit bei, die mich eigentlich mehr genervt hat, als dass ich sie gebraucht hätte. Aber ich denke, so eine Lüftersteuerung kann bestimmt von Vorteil sein. Aber wie gesagt, dauert noch ein bisschen, bis ich das verschrotte. Oh mein Gott, ich kann es mir gar nicht mehr angucken, Leute. Wenn ihr sehen würdet, was da jetzt schon wieder. Pass auf, ich heb euch nochmal kurz an. Ja. Da. Oh mein Gott. Raus der Scheiße. Das ist widerlich. Widerlich. So, für mich heißt es jetzt erstmal gleich Hardware reinigen. Das Teil hier kann eigentlich gepflegt in den Schrott. Da kann der Scheiß hier auch mit rein. Schlimme Scheiße, das Teil. Ihr seht vor allen Dingen immer nur so einen kleinen Ausschnitt. Das war richtig. Das war die falsche Seite. Ach komm, halt doch die Fresse. Ich hab doch nichts getan. Aber für jeden, der im Endeffekt selber sagt, Mensch, ich wollte mir aber schon immer mal selber einen PC zusammenbasteln und da richtig Bock drauf hat, ich sage, Leute, macht es einfach. Kauft euch vielleicht nicht gleich die teuerste Hardware. Kauft euch so für den ersten PC oder was auch immer, so ein Bastler-PC. Nimmt es als Workstation oder sonst irgendwas. Da könnt ihr ja mal rumprobieren mit alten Hardware. Ich raste hier aus, weil das so verbogen ist, dass die Scheiße einfach nicht passt. Leute, hier sind Schienen und die Schienen sollten eigentlich passen, aber sie passen nicht. Sie passen eigentlich. Warum passen sie nicht? Weil sie einfach nicht passen. Gut, damit haben wir den Kack-PC fertig. Ne? So, einmal runter. Ja, meine Freunde. Das war jetzt sozusagen der erste Teil vom Umbau meines, ja, wie soll man sagen, Workstation-Streaming-PCs, maybe. Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe hier noch ein Überbleibsel. Eine Riesenstaubflocke. Wie gesagt, Leute, lasst euren Rechner niemals so verkommen. Selbst wenn ihr sagt, Kack-PC, ich nutze den nur fürs Nötigste. Muss nicht sein, ist schade um die Hardware. Ich selbst bin da jetzt gerade das schlechteste Vorbild. Mit meinem jetzigen PC vom MIFCOM wird mir das natürlich nie passieren, wenn ich überlege, wie oft ich an das Ding rangehe, um auch nur die kleinste Staubflocke wegzumachen. Ja, wie gesagt, ich bin da kein Pro drin. Ich wollte euch bloß mal zeigen, wie naja, das war nicht mein erster zusammengebauter PC. Aber sagen wir mal, mein erster zusammengebauter Gaming-PC, den habe ich mir zusammengebaut. Das war 2012. 2012 habe ich den, oder 2000, sagen wir mal Anfang 2013, habe ich den zusammengebaut. Der hat jetzt 3 Jahre gehalten. 3 Jahre lang. Und dafür habe ich roundabout, glaube ich, bloß 7
700, 800 Euro ausgegeben für den PC. Der hat mir 3 Jahre echt gute Dienste geleistet und ich konnte damit alles machen. Ja, ich habe ihn nicht so behandelt, wie man ihn vielleicht behandeln sollte. Und das Kabelmanagement war Deluxe, Leute. Deluxe nennt man das heutzutage. Ja, aber als Zeichen meines guten Willens werde ich euch, sobald das neue Gehäuse eingetroffen ist, zeigen, dass ich mir auch Mühe geben kann und dass ich den dann wirklich mal ordentlich zusammenbaue, damit man den am Ende vielleicht wirklich als Streaming-PC oder als kleinen Workstation-PC noch nutzen kann, weil es wäre echt schade, die Hardware ist alles noch komplett in Ordnung, der Arbeitsspeicher, der Prozessor, sämtliche Teile sind alle noch in Ordnung, von daher wäre es echt schade drum. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr auch beim zweiten Teil dabei seid und lasst mir auf jeden Fall mal bitte in den Kommentaren, wie euch das Video jetzt gefallen hat. Ich wollte einfach mal das aufnehmen, damit ihr mal so seht, was ich so nebenher, so zwischendurch mache. Dass ich nebenher auch so eine Scheiße mache hier und mir einfach irgendwelche Hardware-Sachen zusammenbastel. Ich bin nämlich nicht der Pro, was sowas angeht, auf gar keinen Fall. Ich bin genauso ein Noob wie ihr vielleicht. Aber selbst Noobs können sowas auch bewerkstelligen und 3 Jahre Spaß haben. Nicht wahr? Gut, in diesem Sinne, liebe Freunde, wünsche ich euch noch einen super Restsonntag. Und wir sehen uns. Haut rein, euer Gunshot.